Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man Dioptrien bei Linsen berechnet. Die Angabe Dioptrien wird als Angabe zur optischen Wirkung von Linsen vor allem in Brillen genutzt. Man findet diese Zahlen auf jedem augenärztlichen Rezept. Linsen sorgen in vielen optischen Geräten, so auch in jeder Brille, dafür, dass Licht von seinem ursprünglich geraden Weg abgelenkt wird. Dadurch bildet es Gegenstände vergrößert oder verkleinert ab. Dies geschieht bei Linsen durch Lichtbrechung. Linsen können sehr unterschiedliche Formen haben. Es gibt auf jeden Fall konvexe Linsen mit der Wölbung nach außen und konkave Linsen mit der Wölbung nach innen. Am bekanntesten sind die sogenannten Sammellinsen. Diese Linsen sind konvex. Jede Sammellinse besitzt einen Brennpunkt, in dem sich alle parallel auf die Linse einfallenden Strahlen sammeln. Der Abstand vom Linsenmittelpunkt bis zu diesem Brennpunkt wird als Brennweite F bezeichnet. Die Brennweite kann nur einige Millimeter betragen, jedoch auch einige Zentimeter. Sie hängt von der Form der Sammellinse ab und lässt sich prinzipiell aus dem Krümmungsradius berechnen. Die Brennweite ist umso kleiner, je stärker die Linse gekrümmt ist. Hier sehen Sie bei zwei Linsen den großen Unterschied. Die Brechkraft einer Linse verhält sich umgekehrt wie die Brennweite. Linsen mit kleinerer Brennweite haben eine große Brechkraft. Linsen mit großer Brennweite haben eine schwache Brechkraft. Die Brechkraft D wird in Dioptrie angegeben und hat die physikalische Einheit 1 durch M, also durch Meter. Zwischen der Brennweite F und der Brennkraft B besteht also ein Umkehrzusammenhang. Mathematisch ausgedrückt, B groß gleich 1 durch F klein. Ein Beispiel. Eine Sammellinse habe eine Brennweite von 5 cm. Das sind 0,05 Meter. Die Brechkraft dieser Linse beträgt dann B gleich 1 geteilt durch 0,05, also 20 Dioptrien. Eine solche starke Brille benötigt hoffentlich keiner. Ein anderes Beispiel. Gegeben ist die Brillenstärke 2,5 Dioptrien. Zu berechnen ist die Brennkraft. Um die Brennweite zu berechnen, müssen wir in diesem Fall 1 durch die Brechkraft teilen und erhalten 0,4 Meter, also ist die Brennweite 40 cm. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!